Kürzlich bin ich im Zug gehockt, ganz normal den Hauptbahnhof gefahren. Und dann ist mir eine Frau gefallen, die das Abteil weitergehockt ist, gegenüber zu mir. Und sie hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe sie beobachtet, wir haben zwischendurch immer mal ein bisschen Augenkontakt gehabt. Aber sie war hauptsächlich beschäftigt mit ihren Haaren. Und zwar hat sie ja, ihre Haare, die nicht mehr gekippt haben, hat sie aussortiert und so auf die Seite da. Aber mich hat das einfach unglaublich fasziniert. Ich habe mir dann gesagt, okay, wenn jetzt der Zug haltet am Hauptbahnhof, wenn sie aussteigt und nicht auf die Rolltreppe rennt, dann würde ich sie ansprechen. Und zum Glück hat sie das nicht gemacht. Sie ist nämlich dann aus dem Zug raus und ist zum gegenübergehenden Gleis und hat auf den nächsten Zug gewartet. Und dann habe ich meine Chance gepackt, bin angegangen, habe ihr gesagt, wie sie mich fasziniert, was für eine schöne Ausstrahlung das sie hat. Und sie hat ein riesiges Smile auf dem Gesicht gehabt. Wir haben das vorgestellt, wir haben ein kurzes Gespräch gehabt, aber dann ist leider schon ihr Zug gekommen. Und dann habe ich ihre Nummer genommen und ich habe ihr dann gesagt, ich schreibe ihr noch meinen Namen per SMS und sie so, ja, aber das geht, aber mein Akku ist einfach fast leer, also nicht verschrecken, wenn ich nicht zurückschreibe. Ich so, ah super, easy, also tschüss, mach's gut. Am nächsten Tag habe ich gefunden, okay, ja, ich tue ihr mal am Abend an, vielleicht hat sie gerade Zeit. Leute ihr an, sie nimmt nicht ab. Dann schreibe ich ihr ein SMS, wie es ihr so geht und so weiter. Und sie schreibt nicht zurück. Und ich habe mich auch das mal gefragt, auf was liegt das? Warum schreibt eine Frau, die so positiv in dem Moment reagiert hat und so, wo das so eine schöne Begegnung war, warum schreibt sie nicht zurück? Obwohl ich mir schon irgendwie Antworten gefunden habe. Also ich habe mir schon Erklärungen können machen, warum das so war. Und ich habe mich auch bei meinen Kollegen informiert, wie er das so sieht. Und ich habe das empfunden, jetzt probiere ich mal etwas Neues. Und zwar habe ich ihr eine Nachricht geschrieben. Und zwar habe ich gesagt, hey, mir ist klar, dass du aus irgendeinem Grund nicht dich willst mit mir treffen. Das ist völlig okay. Aber ich bin trotzdem neugierig. Und dann habe ich erzählt, dass ich eben Single Coach bin für Männer und dass es mich einfach Wunder nimmt, an was es liegt, dass sie sich nicht mehr meldet. Sie hat sich ein bisschen Zeit gelassen, aber sie hat dann nach ein paar Stunden zurückgeschrieben. Ich kann euch das schnell vorlesen. Normalerweise hätte ich sicher zurückgeschrieben. Ist nicht meine Art. Einfach nicht zu antworten. Ich habe ein paar heftige Probleme, wo ich nicht weiter darauf eingehen will. Momentan hat anderes Priorität. Und das ist etwas, wo wirklich viel leider, muss man auch sagen, in gewissen Fällen passiert. Und zwar, es passt einfach nicht gerade in die Lebenssituation, in der die Person sich drin befindet. Ich habe dann noch genauer nachgefragt, wie sie das Ganze so empfunden hat. Wie ich auf sie zugegangen bin und so weiter. Und sie hat dann geschrieben, eben, sie hätte es lässig gefunden, dass ich sie angesprochen hätte. Sie arbeite aber in einer Bar und es passiert wirklich zu Tausenden. Das ist ein bisschen übertrieben mit Tausenden, aber es passiert sehr oft, dass Typen nach ihren Nummern fragen. Und dann war es für mich okay gewesen. Dann habe ich gewusst, okay, ich habe ihr dann auch geschrieben, also ich finde es schön, wenn du als Frau, oder egal ob das ein Mann ist, wenn du zumindest eine Nachricht relativ direkt halt vielleicht schreibst, hey, weißt du, es war toll, wie du mich angesprochen hast, aber im Moment passt es wirklich nicht rein. Vielleicht ein anderes Mal. Ich melde mich sonst. Das war es vom heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du hast etwas daraus lernen können. Du kannst das Video gerne teilen, weil ich mache die Videos wirklich, um möglichst vielen, speziell vielen Männern zu helfen, damit sie einfach besser klarkommen mit dem ganzen Thema kennenlernen und das Thema Daten und so weiter. Und man sieht sich bald wieder. Macht's gut. Ciao zusammen.